Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und ich habe gerade diese merkwürdige Nachricht hier bekommen. Guten Tag, Commander. Ich habe Ihren jüngsten Erfolgen gehört. Ich habe von Ihren jüngsten Erfolgen gehört. Oh, mein Lernen lesen, Lutz. Ich wurde beauftragt, dafür zu sorgen, dass Sie die Besatzung bekommen, mit der Sie Ihre Missionsziele erreichen. Ihr Schiff und Ihre Mannschaft sind die größte Hoffnung der Romulanischen Republik. Bitte treffen Sie mich auf New Romulus. Okay, dann fliegen wir da jetzt mal eben schnell hin. Darf ich nicht? Ich darf nicht transporten. Gut, dann nutze ich halt so Transport. Ich wollte eh das Schiff wechseln. Ich wollte eh den anderen Warbird nehmen, weil der Deridex ist nichts. Sei mal ehrlich, er ist bescheiden. Ja, also ich wollte sowieso so nach New Romulus. Also nehmen wir doch das Schiff, was ich ursprünglich nehmen wollte. Wir haben die Deridex eine Chance gegeben. Aber nur der Taitian nimmt schwerfällige Kreuzer. Was würde wohl jetzt Temer dazu sagen? Ich glaube, er würde dazu sagen, Tai Chi, ja. Gut, okay, eben zwei Folgen Armada vorproduziert. Was heißt zwei Folgen vorproduziert, die eine voll auf die Fresse gekriegt. Und dann, naja, musste ich das Ganze nochmal aufnehmen. Yay. Also es ist doch bloß eine geworden, aber na gut. Schwamm darüber. So, sprechen Sie mit Villa. Wo immer. Ja, halt doch die Klappe. Ich muss gerade nochmal das Schiff wechseln, okay. Ach, über zu dieser Admiralität mit ihren. Wir müssen hier noch hinkommen, wir müssen da noch hinkommen. Was ist das? Was hat das hier mit auf sich? Frage ich mich die ganze Zeit. Sind das jetzt Duties oder was? Ich hatte doch schon die ganze Zeit Duties bekommen, oder irre ich mich? Hier ist das Schiff aus vier Dinge, genau. Da, den will ich haben. Sehr schön. Och, ach, ist das Spiel gerade nett zu mir. Wunderbar. Grüner Vogel, der braucht noch das hier wieder, genau. Ah ne, halt, hat er schon. Dann braucht er das hier wieder. Ah ne, hat er schon, okay. Auf gut Deutsch, ich habe hier jede Konsole drin. Ne, halt, ich kann noch was mitnehmen. Nehmen wir den Singularitätsdings hier mit, sehr gut. So, das heißt, eigentlich müssten noch die Station gespeichert sein. Ah ja, ich sehe gerade... Da könnte ich noch einen anderen mitnehmen. Oh. Oh, da sehe ich ja gerade ganz tolle Sachen. Schön, dann brauche ich bloß einen Attack Pattern Omega 3. Hübsch, hübsch, hübsch. So, mal gucken. Hier habe ich Schiffsenergie zu Trägheitsdämpfern. Dann kann ich das noch mitnehmen. Dann kann ich... warte mal, habe ich hier noch ein anderes? Nee, gut. Ich habe ja immer in letzter Zeit so geschimpft, dass ich das nicht mag. Gleichzeitig Energie zu Waffen und Schild mitzunehmen. Jetzt habe ich das bei der Galaxy einfach mal ausgetauscht gegen eine andere Fähigkeit. Da ist mir mal aufgefallen, dass das doch eine ziemlich effektive Kombination ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich werde mich nicht mehr darüber aufregen. Ich werde jetzt immer beides mitnehmen, wenn ich das kann. So lernt man aus seinen Fehlern, würde ich da mal sagen, ne? So, nehmen wir mal ein Omega 2 mit, einfach nur der Einfachheit halber. Und dann wollte ich noch ein taktisches Team mitnehmen. Und ein Emergency Port Weapons. Sehr schön. Das mache ich aber gleich offscreen. Da müsst ihr jetzt nicht mit dabei sein. Jetzt lasst uns erstmal gucken, wo steht denn jetzt diese Tante? Die Tante stand gleich in meiner Nähe. Toll. Die Tante ist wer? Villa, hier haben wir sie. Ihre Besatzung. Aha, also die ist... Warum gibt die mir jetzt erst ihr Kram? Na gut, nehmen wir alle. Danke sehr, Commander. Und wenn wir gleich einmal hier sind, hier müsste doch eigentlich der Admiral sitzen. Da ist er auch. Hallo, Sackgesicht. Die beste Verteidigung. Wir haben die Energy-Flotte durch den gesamten Quadranten verfolgt. Ihr nächstes Invasionsziel ist das Relay-System. Diesmal haben wir jedoch die Möglichkeit, ihnen zuvorzukommen, anstatt nur die Trümmer aufzuräumen und die Vermissten zu zählen. Begeben Sie sich umgehend dorthin und setzen Sie der Invasion ein Ende. Okay, tun wir das. Dann kriegen wir hier Beatmungsgerät.
Menüsystem, wir kommen. Ich möchte mal dazu sagen, ich habe jetzt das HUD nicht ganz fertig eingerichtet, weil brauchen wir jetzt eh nicht. Wir werden eh gleich Spoiler-Alarm in einen Schatten hüpfen. Also, was soll's? Das machen wir dann. Ist ja auch nicht mehr sehr viel. Jetzt müssen wir nur noch das Riesystem verteidigen. Und dann geht es auch schon, ich glaube, direkt gegen die Edachi. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich glaube, die Invasion der Romulaner gegen die Edachi funktioniert besser als meine Dominion-Invasion der Föderation. Strategisch schwer bei Star Trek Armada. Eine vollgrillige Kombination. Aber das hören wir dann. Das werden wir dann sehen. Jetzt erstmal Sto mit dem grünen Vogel und ich höre schon die Elachi durch die Gegend. Hier und sie attacken Shuttles. Diese Shuttles sind voll Romulans, die versuchen, die Invasion zu entkommen. Wir müssen ihnen helfen. Ja, machen wir doch. Keine Panik. Erstmal tarnen. Wir sind so feige. Wir müssen uns tarnen. Wir haben Schiss. Nein, Quatsch. Wir enttarnen uns. Und dann schönes Attack Pattern Alpha mit einem schönen Omega. Und jetzt haut. Oh mein Gott, ist dieser Warburg toll. Oh Gott, dreht er sich schnell. Oh. Entschuldigung bitte, Dederidex, aber das Schiff hier ist viel, viel besser. Oh mein Gott, ist dieses Schiff besser. Es geht immer gar nicht so viel besser als das Schiff. Ach ja, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Nächste Infinity Logbox werden Elachi-Schiffe geedit. Denn auf den Konsolen, auf der Konsolenvariante kommt jetzt eine neue Elachi-Logbox raus mit den Tier 6 Elachi-Schiffen. Also wie gesagt, dreimal dürft ihr raten, was dann in die Dings kommt, in die nächste Infinity Logbox. Ich gebe zu, ein klein wenig freue ich mich drauf, weil ich mag immer noch die Elachi-Schiffe. Mal sehen. Vielleicht sollte ich mich mal mit, in Anführungsstrichen, ein paar Experten unterhalten. Auf so eine Elachi-Eskorte mit den Elachi-Waffen hätte ich schon richtig dolle Bock. So, stirb. Stirb. Danke. Aber wenn dann Elachi-Kanon natürlich, aber... Ja, das ist absolute Zukunftsmusik. Oh, natürlich, das ist absolut. Okay. Ja, jetzt geht das los, was ich schon in der letzten Folge vermutet habe. Und zwar, wie auch immer es auf Deutsch heißt, Atmospheric Assault. Ah, oh, das sehe ich gar nicht. Ich habe mich für das Schiff entschieden. Eine Elachi-Invasion. Wir brauchen ihre Hilfe, um mit deren Schiffen fertig zu werden. Ich sende ihnen einige Shuttles und untrainierte Piloten, die zur Verfügung stehen. Warum lese ich den so komisch vor? Keine Ahnung, weil der komisch aussieht. Allerdings werden sie sie anführen müssen. Wir haben eine kleine Miliz, die mit Ladenden Elachi-Truppen auf der Oberfläche landenden. Alles klar, zu Elachi-Truppen fertig werden können. Ich lese jetzt nicht mehr so vor. Keine Sorge. Sofern sie genug von denen im Orbit abfangen können. Okay. Jata. Lasst uns anfangen. Lasst uns damit beginnen. Das sah jetzt aber wirklich irgendwie merkwürdig aus. Gut. Welle 1. Ja, diese Mission ist, denke ich mal, einigen von euch sicherlich bekannt. Das Problem ist, in dieser Mission verreckt man sehr, sehr gerne, sehr, sehr schnell, aber trotzdem macht es Spaß irgendwie. So, Elachi, landet bitte. Elachi! Hä? Oh, Cryptic sagt mir jetzt ja nicht, ihr habt die Mission gepackt. Leute, wo ist... Nee, oder? Oh mein Gott, Cryptic, ihr seid doch echt... Das ist nicht jetzt euer Ernst. Doch, da. Gott sei Dank, ich hatte jetzt so Schiss, dass das gebuggt ist. Ich glaube, dann hätte ich wirklich laut losgeschrien. Ja. Ich merke gerade, ich mache keinen Damage. Vielleicht was ausrüsten. Eine Konsole oder so, damit ich mehr Damage machen kann. Oh ja, ja, es webt mich zu. Ja. Macht ihr gerne, oder? Shit. Greifen mein Ziel ein, verteidigt mich. Das ist wie mit
mitten mit einem Carrier hier, ha? Also hier halt verteidige ich mein Ziel, Obwohl das relativ irrelevant ist, glaube ich mal. Alter, hätten die mich gerade irgendwas fest? Ah, jetzt kann man weiterfliegen. Gut. Ich würde zu weit hochgeflogen. Eigentlich macht das Spaß und irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Star Wars. Fehlt nur noch, dass so eine große Elachi-Eskorte unter Bord gehen würde, die wir dann abknallen müssen. Aber bisher verteilen wir uns dort noch recht gut, würde ich sagen. So. Au. Da unten kommen weitere Elachi-Schiffe als Verstärkung. Wo sind eigentlich die Walker? Ich will nicht nur Star Wars haben, ich will jetzt hier auch ein bisschen Krieg der Welten haben. Ah ja, da hinten. Da hinten ist er gerade gelandet. Wo? Ihr habt ihn doch eben noch gesehen. Oder war das ein Shuttle? Ah, da hinten ist er. Da hinten haben wir ihn. Okay. So, greife mein Ziel an. Warum kann ich den Latsch jetzt nicht anvisieren? Jungs, ihr sollt das da angreifen. Folgt mir erstmal. Hä? Ich kann den nicht anvisieren. Was geht denn hier ab? Klick, 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 klick. Jetzt ab. Greife mein Ziel an. Okay. Er hat mich gesehen. Ich würde mich eigentlich noch tarnen. Es ist der Nachteil, dass ich hier nicht... Oh, Torpedos. Aua. Ja, 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 ja. Gib's mir, Baby. Gib's mir. Oh ne, nicht ein Torpedo verstärkte Wirkung. Ne, 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 ne. Das will ich nicht. Nein, das nehme ich nicht. Nein, 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 nein. Das habe ich nicht bestellt. Aua. Aua. Meine Hülle. Okay. Fick dich ins Knie. Singularität. Ich will jetzt mal überlegen, die Singularität müsste eigentlich auch die Gebäude ringsrum vernichten. Hm. Entschuldigung, Gebäude. Tut mir leid. Tschüss, Walker. Da hinten kommt der Nächste. Oh Gott, ich muss mal eben schnell während des Kampfes man hat sortieren. Das geht ja gar nicht klar. Das kommt hier oben hin. Schieß, 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 mein Freund. So, das hier hin. Zack, zack. Das dahin, das raus. Das hier hin. Oh, angenehm. So, den. Keybind. So. Ah, herrlich. So. Walker, wir kommen. Ah, natürlich kann ich doch jetzt gleich angreifen. Sehr gut. Achso, jetzt weiß ich noch, was ich noch auf Keybind tun wollte. Und zwar Schildausgleich. Das können wir jetzt sehr gut gebrauchen. Okay, jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Jetzt kommen wir angreifen. Auf Treffer gefasst machen. Auf welche Treffer denn genau, Captain? Stellen Sie nicht so komplizierte Fragen. Schießen Sie lieber. Schießen Sie um Ihr Leben. Nein! Nein! Ich wollte gerade auf das Schiff zufliegen und. Naja. Nee, halt, greift ruhig weiter in den Elachi an. Das ist es halt. Ein Shuttle hat so gut wie keine Verteidigung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde persönlich, dass ein Shuttle mindestens zwei Brückenoffiziersfähigkeiten haben soll, damit man wenigstens so ein bisschen Heilung hat. Ehrlich mal, Atmospheric Assault ist eigentlich noch nicht mal so schlecht. Toll, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass mein Angriff sich wieder auflädt. Okay, okay. Da kam eine große Welle an Torpedos auf mich zugeflogen. Warum schickt mir die Republik nicht eigentlich einen Carrier? Muss ja nicht unbedingt eine Scimitar sein, aber irgendwas, wo ich mehr Shuttle-Schiffe drin haben kann.
Und es greift dann so aus dem Orbit an. Das wäre awesome. Alter, okay, ich muss hier meine Singularität schon aktivieren. Ja, wieder voll auf die Fresse gekriegt. Oh. Das ist so bescheuert hier gemacht, muss man mal ehrlich so sagen. Und bis deine Verbündeten da sind, ey, da ist die Stadt zerstört. So, Leute, jetzt aber. Jetzt gehen wir ein bisschen taktischer vor. So. Wenn sie angreifen, ihr Noobs. So. Den da. Nein, nicht die Torpedo-verstärkte Wirkung. So, den da seid ihr angreifen. Ha! Ich bin unter dir. Ich habe so das Gefühl, man sollte hier die alte Strategie anwenden und erstmal die Kleinen kaputt machen. Okay, dann verteidige ich mich mal, Jungs. Ja, ich glaube, Strategiewechsel wäre angebracht. Gut. Komm schon, ich will meinen. Ich will meine Fähigkeit wenigstens auf Level 3 haben. Wenigstens Level 3. Hm? Spiel, wäre das eine Möglichkeit? Ja, ja, Level 4. Komm, machen voll, machen voll. Ja. Okay, okay. Raus da. Was? 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 Das erkenne ich jetzt nicht an. Gut, okay. Neue Version zuallererst die Shuttles abknallen. Das hat keinen Sinn. Das hat so keinen Sinn. Oh, und jedes Mal diese Cutscene. Ich habe die Mission irgendwie besser in Erinnerung. Okay. Nee, ich will nicht den Walker da. Den da will ich haben. Greife ich den überhaupt an? Verfehlt, verfehlt, verfehlt. Wow. Habe ich überhaupt geskillt? Nein, nicht den Walker. Alter. Erstmal hüpfen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier vielleicht der Dings doch besser gewesen wäre. Der Scorpion. Ja, null Chance. Wieder zu zerstört. Alter. Ich hoffe, ihr habt nichts vor. Das kann ja noch eine Weile dauern. Was mache ich denn mal falsch? Habe ich eigentlich alle, alle Energie auf meine Waffen? Ja. Okay, wartet mal. Das könnte es natürlich sein. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit. Wieso kann ich nicht von meiner... Das hier hätte ich gerne mit. Und das hier. Seht ihr, das habe ich nämlich vergessen. Ah. Cryptic ist das. Wieso kann ich das nicht? Lol, ich kann die Konsole nicht mitnehmen. Are you fucking kidding me? Oh, Cryptic. Wer programmiert den? Ach so, ja, richtig. Cryptic programmiert sowas. Na toll. Gut, dann hier noch so ein. Toll. Oh, wartet mal, kann ich etwa... Na, jetzt muss ich erstmal angreifen. Was Konsolen doch so alles ausmachen können, ha? Huh? Jawohl. Einmal ganz kurz. Freischaltung. Oh, 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 ich sehe gerade. Ich frage mich gerade, ich fordere mal lieber vorsichtshalber zwei rote Materie ein. Weil mein Schiff hier hatte auch keins. Habe ich mir vergessen reinzupacken. Ach, von roter Materie kann man nie genug haben. Zack. So. Ja, jetzt nur der Walker, ne? Na dann, Attacke Holzbein. So, nächste Version. Warum sage ich so oft so heute schon? So, 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 so ist.
Was war denn das jetzt? Klar. Klar, das erkenne ich auch an, dass mir einfach mal so ein Torpedo genug Damage macht, um mich zu vaporisieren. Wieso nicht? Hä? Warum denn nicht? Kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist hier nicht Atmospheric Assault, das ist Atmospheric Explosion. Ich meine, das ist eine schöne atmosphärische Explosion, wenn wir hochgehen. So schön rot, ne? So, der ist tot. So, das ist zum Glück schon die letzte Welle. Und jetzt können wir uns gegen die Wichser auch verteidigen. So, ihr verteidigt mich jetzt erstmal. Ihr folgt mir erstmal. Jetzt gucken wir uns das Ganze erstmal an. Wir nehmen den Elachi Walker da hinten. Der ist nämlich etwas näher an der Stadt dran. Ziele gibt es hier wieder tonnenweise. Und verteidigt mich. Einfach mal ein Ausweichmanöver. Ich treffe ja eh wieder nichts, wie man sieht. Sehr gut, Einzelverlust. Oh, kaum hat man ein bisschen was ausgerüstet, schon geht das viel besser. Hübsch, hübsch. Ah, ich werde ihn da hinten nicht los. Verreck und stirb. Oh nein, da kommt schon wieder ein Elachi-Torpedo. Oh, Gott sei Dank. Meine Mitstreiter haben den abwehren können. So, jetzt aber. Jetzt hier. Nimm. Sehr schön. Machen wir zwar mit die Kolonie nebenbei kaputt, aber was soll's. So, Herr Walker. Oh, oh, Torpedo, Torpedo, Torpedo. Puh. Geh zurück zu Tom Cruise, du hässliches Kackteil. Kipp um. Ja, hier, bitteschön. Wo ist denn der zweite Walker, der ist denn? Oh, ich dachte, um mich drumherum wären noch Schiffe. Okay. So, folgt mir. Oh nein, da sind schon wieder haufenweise Shuttle-Schiffe. 3 Sekunden cooler noch. So, hallo. Schönen guten Tag. Die sind am Arsch, hoffe ich zumindest. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich eher... Spiel, bitte lass mein Feuer auf die Swarmer konzentrieren hier. Die Shuttle-Schiffe. Nicht auf dem Walker. Der Walker ist jetzt irrelevant. Ich würde jetzt trotzdem mal ganz kurz eine Singularität öffnen. Für unsere Shuttle-Arschgeigen. Und dann kümmern wir uns nämlich jetzt um den Texas Walker hier unten. Oh, ne, geh weg, blöder Torpedo, geh weg. Oh ne, wie oft können diese scheiß Walker den eigentlich spammen? Das gibt's ja. Wow. Oft genug, um mich zu zerfetzen. Ich hätte gedacht, dass. Na gut, okay, das war eine doofe Annahme von mir, dass die Singularität reichte, um die Shuttles da zu vernichten. Hat offensichtlich sehr gut funktioniert, Lutz. Wir gratulieren dir zu dieser brillanten Strategie. Nächster Versuch. Yay. So, greife mein Ziel an. So. Ah, toll. Das war zu früh. Alter, wie viele Shuttle hier einfach noch rumfliegen. Das gibt's ja nicht. Okay, jetzt hier einfach reinlanzen. Einfach rein. Immer rein. Attack Pattern Alpha. Und raus damit. Was soll der Geiz? Wir haben doch genug Plasma, ne? So. Noch einmal Singularität. So.
Da war noch ein Shuttle, da ist noch eins. Wo ist noch eins? Da ist noch eins. So, jetzt können wir uns, glaube ich, auf den Walker konzentrieren. Das sollte eigentlich der letzte gewesen sein, oder? Das letzte Shuttle, ja. Ach, wenn nicht, dann nicht. Schützen Sie die romulanische Stadt. Okay. Die romulanische Stadt ist schon so gut wie im Arsch. Kommt davon, wenn man so oft stirbt. So. War das jetzt das letzte seiner Art? Oh mein Gott. Das war anstrengend. Aber war, die Bemühungen haben sich gelohnt. Wir kriegen einen Torpedowerfer. Toll. Danke für Ihre Hilfe. Wir haben viel Arbeit vor uns, jedoch werden wir alles wieder aufbauen und überleben. So machen es die Romulaner. Gern geschehen. Viel Glück. Wir haben Sie mit unseren Sensoren beobachtet, Sir. Gute Arbeit. Och, schön! Warum kommt er denn nicht mal runter und jagt und hilft mir so ein bisschen? Wir dachten, dass Sie das nicht brauchen. Du Arsch doch, ich bin doch 50 Mal gestorben. Ja, wir fanden das lustig. Oh mein Gott, wir verlassen sofort das System. Echt mal, die schillen da oben ihr Leben und helfen mir nicht. Das ist ja eine tolle Crew, wirklich. Toller Zusammenhalt. Hallo, Admiral. Hervorragende Arbeit. Die Bewohner von Rie verdanken ihnen ihr Leben. Es sieht so aus, als wäre der Elachi-Vorstoß in diesem Sektor vorerst zum Stillstand gekommen. Doch haben wir einen Tipp erhalten, dass ein kleiner Elachi-Konvoi in ein anderes System unterwegs ist. Wir wissen nicht so recht, was sie vorhaben, insbesondere da ihre Hauptstreitkräfte gestoppt wurden. Wenn sie aber vor den Elachi dort ankommen, können sie vermutlich Informationen erhalten, die den Ausgang dieses Krieges beeinflussen können. Okay. Hallo Teilchengenerator, ich nehme dich gerne. Als nächstes Mal sehen wir uns bei der Wende. Bald fällt die Berliner Mauer. Ah, nee, halt, nee, das war wieder was ganz anderes. Was kriegen wir denn? Wir kriegen ein robustes Schild. Oh, wir kriegen Ground Stuff. Okay, nehme ich. Nehme ich gerne. Gut, Leute, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Wende. Bis dahin, Schausen.